Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video nehme ich euch Backstage mit zu einer kleinen Show und ich hole ein paar Tipps von meinen Modelfreunden ein für euch. Wir sind schon sehr, sehr spät dran. Ich habe mich ganz gerade noch schnell rasiert und deshalb wird es jetzt echt ein bisschen stressig werden. Ratzfatz jetzt noch kurz Make-up nachziehen und dann in die Klamotte rein. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir heute ein paar Tipps für euch bekommen. Und ich hoffe, euch werden die Backstage-Bilder so ein bisschen gefallen. Aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, ich darf nicht euch mitnehmen, weil die Klamotten noch streng geheim sind. Also mitnehmen rein kann ich euch nicht, aber Backstage werdet ihr auf jeden Fall ein paar Eindrücke bekommen. Leute, was geht, was geht, was geht? So, also heute ist kein Shooting angesagt, sondern so eine Art Präsentation, ähnlich laufstegmäßig kann man es eigentlich schon sagen. Und ich habe einfach mal die Kamera mitgenommen. So Leute, beim Job eben im Steigenberger Hotel in Frankfurt war es einfach zu hektisch zum Schluss. Also ich konnte jetzt kein Interview mehr aufnehmen mit eines der anderen Models zum Thema Ausland. Aber ich habe natürlich jetzt einige Tipps mitgenommen, die ich euch jetzt trotzdem an dieser Stelle weitergeben möchte, wenn ihr Interesse habt, als Model ins Ausland zu gehen. Tipp Nummer 1, die Sprachbarriere. Ihr müsst Englisch können. Leute, bitte seid nicht so blauäugig und wenn ihr kein Englisch sprecht, braucht ihr nicht ins Ausland gehen. Ihr müsst zwingend Englisch sprechen können. Ihr braucht nicht fließend Englisch sprechen, ja? Aber ihr solltet schon ein gewisses Schulenglisch haben und euch verständigen können. Auch beim Shooting ist es natürlich extrem wichtig, wenn der Fotograf was zu euch sagt, dass ihr wisst, okay, wie habt ihr euch zu verhalten, welche Emotionen sollt ihr am Set ausdrücken, etc. Also Englisch ist absolute Pflicht. Kann ich jetzt noch ein Beispiel kurz erklären aus Kapstadt. Da war nämlich jemand dabei, aus Sao Paulo. Er hat nur Portugiesisch gesprochen, kein Englisch und das geht natürlich nicht. Ja. Er konnte sich weder mit den anderen Models verständigen, nicht mit der Agentur verständigen, nicht mit Fotografen am Set nicht verständigen. Das ist scheiße, Leute. Also denkt dran, wenn ihr ins Ausland geht, auf jeden Fall Englisch sprechen können. Kommen wir dann zum zweiten Punkt. Kulturelle Barrieren. Wenn ihr in ein anderes Land fahrt, dann solltet ihr auch auf jeden Fall euch vorab informieren. Hey, wie ist die Kultur eigentlich vor Ort? Ja, worauf muss ich achten? Ich kann zum Beispiel sagen, in Kapstadt läuft zum Beispiel alles viel, viel langsamer. Ja? Und da, wenn jetzt jemand zu spät kommt, das ist nicht wirklich so schlimm. Ja? Das geht zum Beispiel in Deutschland absolut gar nicht. Ja? Aber da ticken die Uhren einfach ein bisschen anders. Oder auch in Asien sind natürlich auch die Uhren ganz anders gestellt als in Deutschland oder wieder in Südafrika. Da sollte man sich vorab einfach so ein bisschen informieren, wie es vor Ort abläuft. Und an dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, Geti, der eben auch mit beim Hugo Boss Job war, der hat mir noch eine Story erzählt, ultra lustig, sage ich euch. Er war in China bei einem Shooting und da hat der Fotograf gesagt, open your ass and smell. Und Geti so, what? Open your ass and smell? Und der Fotograf, der chinesische Fotograf meinte, open your eyes and smile. Also das nenne ich jetzt auch mal, könnte Sprachbarriere und gleichzeitig auch Kulturbarriere sein. Also man muss sich natürlich mit den Gegebenheiten vor Ort einfach anpassen. Tipp Nummer 3, die Märkte checken. Leute, es ist ganz wichtig, wenn ihr ins Ausland gehen wollt und als Model dort arbeiten wollt, müsst ihr vorab den jeweiligen Markt im Land checken. Bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt ein High-Fashion-Model bist, dann bietet sich es für dich natürlich an, zum Beispiel nach Tokio, Paris oder Mailand zu gehen. Wenn du aber eher ein kommerzielles Model bist, ja, dann ist es natürlich viel besser für dich, in Deutschland oder Südafrika zu arbeiten. Oder wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich bin noch gerade am Anfang, möchte aber unbedingt ins Ausland, dann solltest du vielleicht nach Asien gehen, um dort dein Buch aufzubauen. Also Leute, ihr müsst vorab wirklich wissen, okay, welcher Typ bin ich und welcher Typ passt jetzt auch in welchen Markt rein. Und dann geht ihr genau in diesen Markt. Es ist ganz wichtig, dass ihr keinen falschen Markt auswählt. Wenn ihr zum Beispiel, sag ich jetzt mal, ein High-Fashion-Typ seid und geht nach Südafrika hin und ihr kriegt da keine Jobs, das ist bescheuert, ja, macht keinen Sinn. Also vorab wissen, welcher Markt passt zu mir, wo sollte ich reingehen. Ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 4, seht diesen Auslandaufenthalt als Investment an. Leute, viele denken, ja, ich gehe jetzt als Model ins Ausland und dort werde ich richtig krass Cash verdienen. Money, 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 money.
Nein, Leute, ihr geht ins Ausland, um dort euer Buch zum Beispiel aufzubauen. Bestes Beispiel, kannst du nach Asien gehen, nach Guangzhou oder Shenzhen oder Hongkong, um dein Buch Step by Step aufzubauen, neue Bilder zu bekommen, neues Video und Bildmaterial einfach zu erhalten, um das dann im deutschen Markt oder in anderen Märkten zu präsentieren. Und dann kannst du auch Kundenkontakte pflegen, zu Kundenkontakt aufbauen etc. Also sieh es nicht als Exkursion an, wo du jetzt richtig viel Cash machst, nein, sondern sieh es eher als Investment an, dass du anschließend, nachdem du im Ausland gewesen bist für ein halbes Jahr oder Jahr, dass du anschließend dann mit deinem Buch, ja, was du dann im Ausland aufgebaut hast, hier in Deutschland zum Beispiel wirklich gut arbeiten kannst. So, das waren jetzt erstmal 4 Tipps für euch fürs Modeln im Ausland. Wenn ihr weitere Tipps braucht zum Thema Ausland oder irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich konnte euch heute so einen kleinen Einblick geben, wie es hinter den Kulissen aussieht bei so einem Job. Auch wenn ich nicht so viel filmen konnte, durfte, hoffe ich, dass ich euch ein paar Impressionen mitgeben konnte. Falls euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Bis dahin, adios.